Unser Busfahrer, der sicher und zuverlässig den modernen Reisebus über Autobahnen, Fern- und Landstraßen gesteuert hat, bringt uns nun in die legendäre Schweinebucht, die Playa Chirón. Sie erlangte im April 1961 traurige Berühmtheit, als in den USA ausgebildete Exilkubaner mit Unterstützung der USA hier landen wollten, um Fidel Castro zu stürzen. Die Invasion schlug fehl, denn der Widerstand der Bevölkerung war viel größer als erwartet. Nach 72 Stunden war die Invasion beendet. Ein Museum erinnert an die damaligen Ereignisse. Die Schweinebucht ist ein Teil der Karibik und demzufolge groß ist der tropische Fischreichtum, der besonders in einer geschützten Lagune für uns sichtbar wird. Diese Lagune ist unterirdisch direkt mit dem Meer verbunden. Die Umgebung der Schweinebucht ist ein großes, weitläufiges Sumpfgebiet, welches oftmals überschwemmt wird, wodurch einige Naturbesonderheiten entstanden sind, wie die Termitennester auf Bäumen. In den Sümpfen gibt es viele Krokodile. Aus Gründen des Artenschutzes wurde deshalb eine Reihe von Krokodilfarmen eingerichtet, die aber heute mehr touristischen Bedürfnissen dienen. Mit dem Besuch einer solchen Krokodilfarm geht unsere Rundreise zu Ende. Nach wie vor ist die Insel für viele das Ziel ihrer Träume, aber ein Land für Träumer ist es gewiss nicht.